Wir stehen gerade ganz kurz vor der Million. Oh mein Gott. 999.999 Abonnenten. Ich filme das Ganze gerade hier noch mit der Handykamera ab, damit ich sicher auf Band habe. Let's go, come on, please. 1 Million! Freunde, wir haben es geschafft! 1 Million Abonnenten! Oh mein Gott! Freunde, es wird Zeit für ein Special. Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten und wahrscheinlich auch einzigen Draw My Life. Viel Spaß! Mein Leben begann am 5. Juni um 5.55 Uhr morgens. Ich war aber ganz bestimmt nie ein Frühaufsteher, außer dieses eine Mal. Ich bin in einem Krankenhaus geboren, so wie wahrscheinlich die meisten. Und bei mir gab es aber eine Besonderheit, denn ich hatte bei meiner Geburt mega viele Haare. Also so richtig viele. Ihr seht es hier auf einem Foto als kleiner Beweis. Und alle Krankenschwestern waren wohl super begeistert von mir. Meine Mutter hat gesagt, dass das halbe Krankenhaus auf die Station gelaufen kam, nur um das Wunderbaby zu sehen. Meine Eltern nannten mich dann Isabel, und zwar nach einer chilenischen Schriftstellerin, die heißt Isabel Allende. Ich weiß nicht so genau, was sie überhaupt für Bücher schreibt, aber auf jeden Fall habe ich den Namen von ihr bekommen. Nach einigen Minuten auf der Welt gab es dann jedoch eine ziemlich schlechte Nachricht, denn ich wurde krank, und zwar sehr plötzlich und sehr schwer. Und meine Familie hat sich sehr große Sorgen gemacht. Ich habe eine Unverträglichkeit der Blutgruppen bekommen. Die nennt sich irgendwie Rhesus-Inkompatibilität. Ich weiß auch nicht so genau, was das eigentlich heißt und was da passiert. Ich weiß nur, dass die Blutgruppe meiner Mutter Antikörper gegen mich gebildet hat und dass ich dadurch krank geworden bin. Also musste ganz schnell was gemacht werden. Die Ärzte hatten also vor, mein Blut auszutauschen. Allerdings habe ich leider die seltenste Blutgruppe, die es überhaupt gibt, und dann auch noch mit dem Rhesus-Negativfaktor. Also war das gar nicht so einfach, denn passendes Blut war irgendwie nicht da, also mussten sie welches einfliegen lassen aus der nächstbesten Großstadt. Also ist für mich ein Helikopter von der Großstadt zu uns geflogen. Das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Endlich wurde mein Blut ausgetauscht und ich habe das Ganze überlebt und war danach einige Wochen noch im Krankenhaus zur Behandlung. Aber dann konnte ich endlich mit meiner frisch gebackenen Mama und meinem Papa nach Hause heimkehren. Mit 6 Monaten kam ich dann in den Kindergarten, wo ich ein richtiger kleiner Engel war. Nein, Spaß, beiseite. Ich war eine totale Katastrophe. Nicht nur, dass ich täglich nach Möglichkeiten gesucht habe, über dem Zaun zu entkommen. Ich habe noch heimlich mit ungefähr 3 Jahren einen Jungen geküsst und habe einem anderen Mädchen die Haare geschnitten. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. 20 Zentimeter kamen ab. Das war's denn mit ihren langen Haaren für eine ziemlich lange Zeit. Und das habe ich irgendwie mit einer Bastelschere vollbracht. Fragt mich nicht wie. Die Kindergärtner waren jedenfalls froh, mich nachmittags los zu sein, wenn mein lieber Opa mich vom Kindergarten abgeholt hat. Danach gingen wir dann häufig in den Schrebergarten meiner Großeltern, wo ich gern geschaukelt und mit meiner Cousine Federball gespielt habe. Außerdem gab es echt viele leckere Früchte, die ich gern genascht habe, und meine Oma hat den allerbesten Kuchen gemacht. Bald war ich dann 6 Jahre alt und wurde eingeschult. Ich war die Jüngste in der Klasse, da ich gerade 6 geworden bin. Und am ersten Schultag kamen wir dann alle so zu unserer neuen Lehrerin in den Unterricht das allererste Mal. Ich setzte mich hin, legte die Füße auf den Tisch und lehnte mich mit verschränkten Armen zurück. Meine Lehrerin fragte mich, warum auch immer, was das soll. Und ich antwortete ihr, wieso? Das macht mein Papa zu Hause doch auch so. Danach kam ich auf eine andere Schule. Auf der Schule war ich dann für den Rest meiner Grundschulzeit, also bis zur 4. Klasse, und meine Mutter hat mir jeden Morgen Schulbrot gemacht. Da bei mir allerdings ADHS diagnostiziert wurde und der Arzt dachte, dass Zucker und Weißmehl nicht so gut dafür wären, habe ich immer Schwarzbrot mit Butter und Salz bekommen. Und das war so ekelhaft, dass ich mein Schulbrot immer in der Schule weggeworfen habe. Irgendwann waren die Lehrer dann verwundert, warum überall alte Brote rumliegen. Im Schulflur, hinter der Klassenzimmertür, neben dem Mülleimer. Und sie haben mich erwischt und meine Eltern angerufen. Warum ich die Brote nicht in den Mülleimer geworfen habe, weiß ich auch nicht. Danach hat es jedenfalls Ärger gegeben. Aber meine Mutter hat sich von da an etwas mehr Mühe bei den Schulbroten gegeben.
Wenn mir langweilig war, was ziemlich häufig vorkam, bin ich in den Pausen durch ein Loch im Zaun ausgebrochen und auf das Dach eines daneben stehenden Hauses geklettert. Die Lehrer und die Erzieher haben das irgendwie nicht so mitbekommen und ich weiß auch nicht genau, warum ich das gemacht habe. Ein alter Opa hat allerdings immer von seinem Balkon aus mich angeschrien und mit seinem Stock gefuchtelt. Und manchmal hat er mich auch mit irgendwelchen Sachen beworfen. In der dritten Klasse bekam ich dann einen Hasen geschenkt und ich habe ihn Lina genannt, nach meiner damals besten Schulfreundin. Leider starb das Häschen nach sehr kurzer Zeit. An den Wochenenden haben wir dann manchmal meine anderen Großeltern besucht. Die wohnten ein paar Städte weiter, also das war schon irgendwie eine Stunde Fahrt dahin. Deswegen war ich meistens nur am Wochenende da. Aber ich habe gute Erinnerungen daran, wie ich unter dem Küchentisch meiner Oma saß und Käse gegessen habe. Denn sie hat mich immer gerne mit Käsewürfeln gefüttert, während ich unter dem Tisch versteckt war. Zu der Zeit lernte ich auch meine allerbeste Freundin kennen. Die saß nämlich draußen an der Straße und hat mit Steinen gespielt. Und ich habe sie gefragt, was sie da macht. Und irgendwie haben wir uns ja befreundet. Ich weiß auch nicht so genau. Jedenfalls haben wir uns gleich auf Anhieb verstanden. Und wir sind auch bis heute die allerdicksten BFFs. Zu Weihnachten habe ich dann einen neuen Hasen bekommen. Und ich habe sie Mucking genannt. Mucking blieb für eine ganz, ganz lange Zeit ein super wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und sie war immer eine gute Gefährtin für mich. Es war auch gut, dass ich sie hatte, denn kurze Zeit später haben sich meine Eltern getrennt. Und danach war ich sehr lange Zeit sehr traurig. In der 5. Klasse kam ich dann auf eine Gesamtschule. Ich hatte aufgrund meines ADHS keine Gymnasialempfehlung bekommen, alle meine Freunde allerdings schon, also war ich ganz allein. Bei mir in der Klasse waren dann leider zwei sehr gemeine Jungs, die mich gerne geärgert haben. Das war irgendwie ihr Hobby und das nicht nur mit Worten, sondern die sind tatsächlich auch auf mich losgegangen und haben mich auf dem Schulhof verprügelt und das nicht nur einmal. Meine damalige Klassenleiterin meinte dann allerdings, das sei alles meine Schuld, weil ich sie mit meiner Art provozieren würde und sie könne mir auch nicht helfen. Und immer wenn ich mich dann gewehrt habe, hat sie meine Eltern angerufen und sich über mich beschwert und ich habe dann den Ärger bekommen. Und dann kam ich wieder auf eine neue Schule. Meine Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt und sie haben ein Baby erwartet. Und das war für mich die beste Nachricht auf der Welt, denn ich würde eine große Schwester werden. Wir sind in ein Haus umgezogen und 9 Monate später war es dann soweit und ein 6 Kilogramm leichtes, großes Baby erblickte das Licht der Welt. Das war dann mein kleiner, zarter Bruder. Zart war er nicht, er war nämlich wirklich sehr schwer und sehr groß und er sah nie wirklich wie so ein süßes, kleines, zartes Baby aus, aber er war trotzdem richtig cool. Ab und zu sind wir in den Urlaub gefahren und an einen Urlaub kann ich mich noch besonders gut erinnern. Da waren wir auf Lanzarote, das ist eine Insel auf den Kanaren, eigentlich richtig schön, so eine Vulkaninsel. Jedenfalls hatten wir da einen Pool und der Pool, der wurde natürlich gelegentlich gereinigt und damit sich keine Algen da bilden, haben sie Algenmittel in den Pool gekippt. Oftmals ziemlich viel, denn ich war mit meinen blonden Haaren in dem Pool baden und danach waren meine Haare grün. 2 Wochen später ging die Schule dann wieder los und es war mir einfach richtig peinlich, mit so leicht grünen Haaren in die Schule zu gehen. Das war allerdings gar nicht schlimm, denn nach einem halben Jahr wurde dann meine momentane Schule wieder geschlossen und ich bin auf die mittlerweile 4. Schule gekommen, aber ich war da ja dann auch schon in der 7. Klasse. Hier fand ich eine neue Freundin, sie hieß Lena und wir haben richtig viel Blödsinn zusammen gemacht und Stinkbomben in der Sportumkleide zu zünden war davon wirklich noch die allerharmloseste Sache. Ich kassierte einen mündlichen Schulverweis, weil ich einmal mein Handy im Unterricht benutzt habe und bin fast von der Schule geflogen, aber ich durfte dann doch bleiben. An sich fand ich die Schule richtig cool und mir haben so ziemlich alle Fächer Spaß gemacht. Am besten fand ich allerdings Mathe und Geografie, das hat mir einfach am meisten gelegen und ich fand es einfach richtig spannend. Die Schule, auf der ich war, hatte auch eine Schülerfirma, das bedeutet, fleißige Schüler konnten nach der Schule länger bleiben und in dieser Schülerfirma mitarbeiten. Ich war vielleicht nicht fleißig, aber meine Mutter hatte irgendwie im Kopf, dass ich es vielleicht sein sollte. Also wurde ich gegen meinen Willen gezwungen, in der Schülerfirma zu arbeiten. Das war allerdings auch eine lustige und eine coole Zeit und ich habe echt viel gelernt und neue Freunde gefunden. Also von daher will ich mich jetzt gar nicht beschweren. Insgesamt habe ich 3,5 Jahre an dieser Schule verbracht, was für meine Verhältnisse wirklich viel war. Und ich hatte da eine richtig gute Zeit. Nach meinem Abschluss in der 10. Klasse bin ich dann aufs Gymnasium gekommen.
Vorher dachte ich immer, ich wäre eigentlich ganz klug, aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Ich bin von der Mathe 1 auf eine Mathe 4 gerasselt und ich habe wirklich keine guten Noten mehr. Ich freundete mich mit Laura an, warum auch immer alle meine Schulfreunde mit L anfingen, ich weiß es nicht. Und ich habe mit Ach und Krach mein Abitur bestanden. Das Ach und Krach hatte vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ich währenddessen Minecraft entdeckt hatte und irgendwie nur am Zocken war. Nach meinem Abschluss habe ich dann meinen Führerschein gemacht und mein erstes eigenes Auto bekommen. Das war 20 Jahre alt und hat 500 Euro gekostet. Ich war mega stolz drauf und ich bin dann auch in meine erste eigene Wohnung gezogen. Eine Bankausbildung und ein abgebrochenes Lehramtsstudium später war mir wieder langweilig und ich dachte, es wird Zeit für was Neues. Außerdem war ich pleite und zwar so richtig pleite. Ich bin mit Löchern im Shirt rumgelaufen und habe den Leuten gesagt, das wäre mein Style, pleite. Mein Bruder war mittlerweile 10 oder 11 Jahre alt und er zeigte mir dann Minecraft Bed Wars. Danach war ich süchtig. Also wollte ich mein Hobby zum Beruf machen und habe angefangen, Minecraft PvP-Videos hochzuladen. Seit fast 5 Jahren mache ich jetzt YouTube und das war mit Abstand die anstrengendste, aber auch die aufregendste Zeit meines Lebens. Langeweile kommt nie auf und ich hoffe, dass ich noch viele Jahre so weitermachen kann. Und dieses Jahr ist es nun endlich soweit. Wir haben die 1 Million Abonnenten-Marke auf YouTube geknackt. Und Freunde, das ist für mich ein Meilenstein, den ich nie geglaubt hätte zu erreichen. Danke, dass ich meinen Traum leben darf. Danke, dass ich euch immer zum Lachen bringen kann. Und danke, dass ihr immer für mich da seid. Danke für alles, denn ihr seid wirklich alles für mich. Der beste Part dieses Videos kommt jetzt! Leute, wir schauen uns Babyfotos von mir an. Und nicht nur Babyfotos, sondern auch Kinderfotos und Fotos von mir, die noch gar nicht lange her sind. Aber gut, alles klar, Leute. Ich habe hier ein paar Fotos rausgesucht. Richtig cool. Und wir fangen an mit dem hier. Ist das nicht sweet? Das bin ich. Wie ich da lache. Irgendwie sehe ich aus wie ein kleiner Clown. I don't know. Und mit den Haaren auf dem Kopf. Richtig komisches Foto. Aber ja, so sah ich nun mal aus, als ich ein Baby war. Das nächste Bild ist von mir und meinem Papa. Das finde ich total cute irgendwie. Dann haben wir mich hier beim Aufräumen. Wie ihr ja sehen könnt, mache ich einfach alles unter das Bett. Das ist eine Taktik, die hat sich bis heute nicht geändert. Das war dann nachher im Kindergarten. Könnt ihr mich erkennen? Ich kann mich selber kaum erkennen, aber ich glaube, ich bin dieser komische Clown da hinten links. Dann habe ich mich auch im Kindergarten als Pirat verkleidet. Wunderschönes Kostüm. Hier war ich am Strand. Wie ihr sehen könnt, hatte ich da ganz viel Spaß. Was mir wirklich Spaß gemacht hat, war mit Tieren was zu machen. Ich mochte Hasen total gerne und er mag die halt immer noch. Also Hasen sind so ziemlich meine Lieblingstiere und da fütter ich gerade ein paar Hasen. Hier sind Bilder von meiner Einschulung. Da halte ich eine sehr große Schultüte, die ungefähr meine Größe hat und hier trage ich eine Schultüte auf dem Kopf. Ganz viel Spaß hatte ich auch immer beim Kanufahren. Das war richtig super. Und Angeln gehen mochte ich am liebsten. Und aus irgendeinem Grund hat meine Mutter mich im Sommer immer auf Heuballen gestellt und dann Fotos von mir gemacht. Hier sieht man mich wieder mit Tieren. Hier fütter ich Loris. Da fütter ich ein Schaf. Hier bin ich mit meinem kleinen Bruder im Winter am Schlittenfahren. Das war mal richtig schön. Und Winter ist so ziemlich meine liebste Jahreszeit neben Sommer und Frühling. Und hier liege ich einfach im Schnee. Ja, Leute, ich hoffe, dieser kleine Einblick in mein Leben hat euch gefallen. Das war auf jeden Fall was richtig Neues für mich, weil ich noch nie so viel irgendwie über mich erzählt habe. Ansonsten würde ich sagen, das war's hier mit diesem 1 Million Abonnenten-Special. Vergesst auf keinen Fall, im EasyMouse.shop vorbeizuschauen und euch das 1 Million Abonnenten-Design zu gönnen. Das gibt's nämlich nur noch dieses Jahr. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal täglich in einem neuen Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!